Leute, und willkommen zu meinem Let's Play zu Chrono Trigger. Ja, ich muss zugeben, ich Let's Play das Spiel eigentlich nur, weil ich jemanden gesehen habe, der seit vor kurzem bei der Twitter-Timeline gespielt hat. Ja. Und ja. Ich muss schon sagen, ich hätte schon Bock auf das Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit Let's Play losgehen. Ich wollte ursprünglich dem Spiel noch einen Deutsch-Patch verpassen, damit wir es auf Deutsch spielen können. Und ich bin ganz ehrlich mit euch. Nachdem ich erst beim Fire Emblem The Binding Blade patchen musste, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Vor allem, ich spiele gerade jetzt einfach privaten Game mit Character Design für Triano und Tia, ne? Ich weiß, wie ich nämlich aktuell Dragon Quest 7. Falls euch interessiert. Ja, wir schauen uns diese kleine Intro hier an, ne? Scheint ganz interessant auszusehen, ne? Ich muss sagen, ich hatte schon länger Bock auf Chrono Trigger. Ich weiß auch, dass es ein DS-Remake gibt. Aber glaube ich auch nicht auf Deutsch. Also wenn ich jetzt dieses kleine Intro hier sehe, ne, sieht schon so aus, als hätte es Ähnlichkeiten mit Final Fantasy 7. Zumindest sieht das so für mich aus. Mit der, oder? Nein. Ich dachte gerade, die MP-Leiste wäre diese Leiste aus FF7. So, wenn man dran ist mit dem Angreifen. Ich weiß, by the way, nicht, wie lange das dauert. Ich lasse das jetzt einfach durchgehen. Ohne Scheiß, so langsam wird mir das zu lang, sorry. Enemies will attack even if you're not ready? Nein. Ich will schon so haben. Okay, ich muss lieber kurz schneiden, Leute, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich frage mich jetzt, können wir wirklich nur 5 Dinge eingeben? Okay, ich kann nur... Scheiße. Was gebe ich denn da jetzt ein? Ja, dann halt nur Fail. Ey, wisst ihr noch, früher als ich immer Rot für alles benutzt habe, so der Name von dem ersten Pokémon-Protagonisten, als das noch mein Profilbild war, damals. Das waren noch Zeiten. Okay. Fail. Fail. Good morning, Fail. Soll ich das jetzt auf Deutsch übersetzen für euch? Das Ding ist halt, ich weiß, dass es voll peinlich wird. Komm schon, wach auf. Du Schlafmütze. Ah. Leans Glocke ist
Macht immer so einen wundervollen Klang. Du hast dich so auf dieses Millennial Fair gefreut, so, ne? Dass du ja nicht gut geschlafen hast, nicht wahr? Super, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich das übersetzen soll. Ey, ohne Scheiß, ich übersetze 30 Attack on Titan Kapitel. Meistens ohne Probleme und jetzt scheitere ich schon beim dritten Satz gefühlt. Ja, komm, wir machen es wie bei AOT, wenn ich es nicht übersetzen kann. Ja, werde ich einfach auf Englisch vorlesen. I want you to behave yourself today. Ich glaube, sie will, dass er sich benimmt. Los, lass uns gehen. Ey Bruder, ich bin noch nicht mal aus dem Bett ausgestiegen. Aber ich bin schon angezogen. Na? Ja, okay, mache ich im Real Life auch so, dass ich mit meinen normalen Sachen pennen gehe. Na, also kann ich ihn da schon irgendwo verstehen. Ey, das so wird ein SNES-Emulator zu nehmen, ne? Ich habe schon gehört, dass Grinding fürs Finale richtig beschissen sein soll. Von der einen Person, die das halt auf Twitter geschrieben hat, ne? Falls diese Person, die das Video sieht, kann sie sich gegrüßt fühlen. Ach, endlich! Ah ja, nebenbei, dieser Erfinderfreund von dir. Ja, du weißt schon. Ah, scheiße, ich hab seinen Namen vergessen. Sieht aus wie Bulma. Sollen wir Luca lassen? Ja, komm. Oder? Oh, am liebsten würde ich sie jetzt Bulma nennen. Aber ganz ehrlich, bei Final Fantasy, du ja meistens nicht bei den Protagonisten den Namen ändern, ne? Stimmt, Luca. Ah, komplett vergessen, dass sie dich eingeladen hat, damit du ja ihre neueste Erfindung siehst. Ja, jetzt geh schon und ja, komm zurück vom Abendessen. Ah, ich hab's fast vergessen. So, hier ist ja, deine Erlaubnis, so, ne? Hab Spaß bei der Fähre. Yes, Geld! Danke. Ah, die wollte doch was sagen! Ja, okay. Aber jetzt sieht das dann so mit den Städten aus? Jo, Luca. Wo bist du? Ist auf jeden Fall eine Menge Zeugs. Sie das? Oder sowas wie die Mutter? Oh, hi. Luca ist beim Lean Square, ne, mit ihrem Vater Taban. Ne, um ihre neueste. Ja. Warum kann ich laufen, während der Dialog noch läuft? What the hell? Ist es irgendein Bug? Market in. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwelche Gegner kommen werden. Aber ich glaube, hier sollen wir noch nicht sein. Ich finde das so weird, dass die Stadt auch in so einer ja, Overworld ja, Ansicht ist. Ich bin gerade leicht verwirrt, wo ich hin soll. Wahrscheinlich dahin, wo das Feuerwerk ist, war vorhin, oder? Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Okay, Lean Square, ja. Holy shit, ist das ein Alien? Hey! Hey, du da! Lauf nicht durch mich durch! Was bist du? Warum läuft das kleine Mädchen gegen die Wand? Ah, okay, das sind so Rennleute, die sich vorbereiten. Was geht hier ab?
Press A while facing the bell. Judge your distance carefully and press the A button again. Nani? Ich will es nochmal machen. Okay. Boah, fast. Boah. Ich will das ganz nach oben schaffen. Komm. Scheiße. Yes! Nice. Du kriegst einen Silberpunkt auf deine Karte. Geil, Alter. Ey, das sieht schon geil aus. That's what's winner, Steel Runner, okay. Guess the winner, klar. Wer von den Vieren wird gewinnen? Ich sag mal Steel Runner. Ist das Mega Man? Mal nachschauen. Ich verfolge die jetzt mal. Komm, Z-Runner, ich glaube an dich. Komm, du kannst es schaffen. Komm, du wirst noch Erster. Wahrscheinlich hat er verloren. Ja, okay, ich muss gut schneiden, Leute, bis gleich. So. Als ob Z-Runner jetzt gewinnt, wollt ihr mich verarschen? Ach so, Leute, das läuft noch, das Rennen. Und wird gewonnen. Wait, dann habe ich ja doch erraten, wer gewonnen hat, oder? Auf jeden Fall, was hast du so? Ach, bei dem kann man sich Sachen kaufen, okay. Hey! Ah, tut das weh. Es tut mir leid, geht's dir gut? Oh nein, mein Amulett. Das ist da vorne. Hier dein Amulett. Oh, danke, mein Amulett. Das bedeutet mir sehr viel. Kann ich zurückhaben? Ich will jetzt kurz ein Safe State setzen und Nein sagen. Wir wissen, was da passiert. Oh. Ja, du darfst es zurückhaben. Ich bin hergekommen, um mir das Festival anzusehen. Du wohnst in dieser Stadt, nicht wahr? Ja, ich fühle mich hier ein bisschen lost. Ja, würde es dich stören, wenn wir, wenn ich ein bisschen mit dir laufen würde, so? Alter, der ist kurz auf das Fest gegangen und erklärt sich schon jemanden. Oh, du bist ein wahrer Gentleman. Oh, nebenbei, mein Name ist... Junge. Respekt. Hat er sich direkt schon jemanden geangelt? Mal. Und du bist. Ey, ohne Scheiß, hat die ihren eigenen Namen gerade ernsthaft vergessen. Oh, Fell. Ach, was ein schöner Name. Ey, ohne Scheiß, man könnte da Penis hinschreiben und die sagt, oh, was ein schöner Name. Ne, wahrscheinlich ist das so programmiert, aber. Ja, das ist dann witzig, wenn das so der weirdeste Shit steht. Schön, dich kennenzulernen. Okay, was schauen wir uns denn so Schönes an? Was hast du so? Bist du auch ein Job? Du hast einen Silberpunkt. Möchtest du 10 Silberpunkte gegen 50 Gold eintauschen? Nein. By the way, kann ich bei diesem Hammer... Lol, was ist das? Das schmeckt wie wie Chicken. Hey, du bist so ein Schwein. Sorry. Das sah halt nur so aus, als könnte man das aufheben. Ich wusste nicht, dass das... Und ich frage mich noch, warum ich keine Freundin habe. Ja. What? Ich wollte nicht kämpfen.
Hä, hey, habe ich nicht eingestellt, dass die Gegner warten sollen? Bonk. Kann ich flüchten? Ich wollte nicht kämpfen. Digga, jetzt tanzt er auch noch. Oh, 10 EP. Wir haben ihn besiegt anscheinend. Also war das wirklich nur so ein kleiner Testkampf, okay. Ah, ich habe verloren. Ihr habt gewonnen. Hier, 15 Punkte. Das war spaßig, nicht wahr? Oh, 15 Silberpunkte dadurch, dass wir ihn besiegt haben, okay. Okay, da können wir nicht rein. Ey, das ist so ungewohnt, auf dem SNES-Emulator zu spielen, statt auf einem GBA-Emulator. Ohne Scheiß, mit den vier Knöpfen da. Oh, was ist nebenbei? Was ist das? Okay, sie lacht auch noch dabei. Na, ich hätte ihr auch was abgeben können, aber sie wollte ja nicht. Also zumindest hat sie jetzt nicht gefragt, ob sie ein Stück abhaben darf. Was haben wir hier? Jurassic Rhythm. Ohne Scheiß, irgendwie sehen die aus, als wären die aus dem SNES-Spiel, aus dem NES-Spiel. Warum kann ich eigentlich einfach wegrennen, wenn noch ein Dialog kommt? After pressing the B button and dashing hier und hier. Okay. Okay, also das B sprinten. Set this setting up. Why don't you just come back in a while? Ah, ich hasse fern. Ey, nebenbei, jetzt sollen schon hier die letzten News so. Ja, dann Scrams. Was will das heißen? Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade mehr oder weniger auf einem Day. Ey, ich weiß noch Final Fantasy 7. Frag mich nicht warum, aber Alter, ich muss gerade an dieses Date mit Aerith denken. Alter, das war einfach einer der Momente im Leben, in denen ich richtig, ja, neidisch war. Fast schon. Ey, das war damals so schön. Ja, okay, dieses Königreich ist zwischen eine Menge gegangen seit diesem Krieg gegen Magus vor 400 Jahren. Oh, zum Glück ist es mittlerweile ja relativ friedlich. Oh, schon wieder. Jo, Leute, ich will da mal Geld farmen. Okay, so leicht geht das dann doch nicht. Ja. Okay, ich kann ja einfach Items kaufen, die mehr wie Zaubersprüche klingen. Ah, willkommen. Oh, soll ich mich wieder daran versuchen? Okay. Das Race muss erstmal zu Ende gehen. Okay, vom Schmerz spielt Melchior. Ja, leider habe ich nicht das Geld dafür. Sorry. Okay, ja, nebenbei. Nein, sie wird ihr Amulett nicht verkaufen. Oh, Zero hat die letzte Runde gewonnen. Willst du erraten, wer das nächste gewinnt? Ich sage, es ist Steelrunner. Ich begann nicht mit Deutsch, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich kann jetzt, glaube ich, auch nirgends woanders hin, weil dann das hier nicht mehr gespeichert bleibt. Ich nehme an, dass es gescriptet ist, wer gewinnt. Gibt es da mehrere Runden oder? Okay, Steelrunner hat nicht gewonnen.
Okay, das ist so ein Spukhaus. What the heck? Willkommen zum Nordstein Becklers Labor oder so. Wie viele Punkte? Das wie, ich bin Wix. Ich bin Wedge. Oh, und ich bin Piet. Ey, denk dir ernsthaft, ich hab da jetzt gerade drauf aufgepasst. Ja, ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst. Scheiße. Was hat der kleine Junge zu sagen? Was ist denn so besonders daran so, ne? Ja, was ist daran so krass, dass wir einen Krieg gegen Peitzen, ja, Zauberer vor ein paar hundert Jahren gewonnen haben? Weißt du. Oh. SeaRunner. Ich sag, es ist. Das ist wahrscheinlich der dritte da, der kleine. Ich will es einmal noch versuchen. Als ob dieses grüne Vieh jetzt gewinnt. Aber vielleicht habe ich auch zufällig den erwählt. Queen Amber hat gewonnen. Ja, komm, wir versuchen es noch einmal mit Steel Runner. Ich glaube an den Jungen. Ich werde es jetzt auch kommentieren. Ich weiß, sehr spannender Part. Wir schauen uns hier mal an, wie die hier racen. Okay. Oh shit, der ist letzter. Ja, okay, der wird das verlieren. Mega Man ist vorne. Dann, oh! Oh, Steel Runner holt auf. Oh mein Gott, ist der schnell. Oh! Scheiße, geh doch mit! Und Steel Run hat gewonnen. Yes! Danke, Alter. 20 Punkte. Krass. Und es kann. Ja, jetzt sei mal nicht so schnell. Ich möchte noch ein paar Süßigkeiten. Ey, warte mal eine Sekunde. Lecker. Hi, ich möchte etwas davon haben. Natürlich, junge Dame. Ach, das ist eine Frau. Danke fürs Warten. Step right on up any of you who have the time and the code. Ja, geht mal auf dieses Ding so, wenn ihr die Zeit und den Mut dafür habt. So, ne, unser Super Dimension Warp ist die Erfindung des Jahrhunderts. Um es zu nutzen, spring hier hin. Und du bist hierher und ihr werdet hierher teleportiert. Es ist ein Meisterwerk meiner wunderbaren Tochter Luca. Und ich glaube echt, dass Toriyama beim Design von ihr an Bulma denken musste, ne? Die ist ja auch so erfinderisch, ne? Man merkt es auch am Design, dass sie an Bulma angelehnt ist. Möchtest du es versuchen, Kind? Oh, du bist es, Fail. Fail. Wo warst du? Niemand möchte den Teleport ausprobieren. Und was mit dir? Ah, oh, es sieht nach Spaß aus. Ich werde dir zusehen, während du es versuchst. Alter, ich spring einfach auf dem linken Port.
Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Ich werde kurz schneiden müssen, bis gleich.